In Tübingen haben heute rund 500 Länderbeschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaften Verdi und GEW hatten zum Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitnehmer fordern 5,5% mehr Lohn, weniger befristete Arbeitsverträge und eine gerechte Eingruppierung von Lehrern. Ein Angebot von Arbeitgeberseite gibt es bislang nicht, stattdessen eine Gegenforderung. Nämlich eine Kürzung der Altersvorsorge um 20%. Auch in Reutlingen wurde gestreikt. Die nächste Verhandlungsrunde ist auf den 16. und 17. März angesetzt. Zuvor, am 13. März, soll es einen landesweiten Warnstreik geben.